Ich muss da irgendwie drauf kommen. Aber mir deutet irgendwie, dass ich das nicht hinkriegen werde. Dann probieren wir es aus. Nein. Na komm. Das Problem ist, wir müssen darüber, weil wir das Fass wieder runternehmen müssen. Siehst du das? Probieren das mit dem Parasegler nochmal. Oh, perfekt! So. Tschüss, Boss. Gut, dann können wir jetzt mit der guten Dame hier reden. Mit Namen vergessen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Okay, ich glaube, ich überspringe das auch. Zeichen der Bewährung. Und meine Herzen wurden sogar aufgefüllt. Als Zeugen kannst du wieder zerstören, indem du das Fadenkreuz auf sie richtest und A drückst. Okay. Auch gut zu wissen. So, jetzt sind wir wieder draußen und können direkt weitergehen. Wir gucken mal, dass wir rüber... Müssen wir rüber? Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher. Okay, wir gehen rüber. So, wir müssen auf den... Ah ja, stimmt, hier drüben ist ja der Weg. Wir haben ja gesehen, dass der Ich habe schon wieder Aufnahme gemacht. Wie viele Aufnahmen habe ich jetzt schon gemacht? Wenn wir hier lang gehen... Also weiter und dann über diese Brücke und dann hier hoch, hier den Weg lang und da kommen wir zur Imper der Weise oder die Weise. Das sollte ja möglich sein. Ja, okay, das dürfte jetzt der Schrein, den ich oben gesehen habe, auf den Zwillingsbergen sein. Ich meine, hier unten sehe ich keinen Schrein mehr. Das ist ein Sportling. Aber hieß es nicht, dass es hier auch irgendwo Ställe gibt? Das sieht nach einer Ställe aus. Oder wir gucken wir mal. Also es ist ein Pferdekopf auf jeden Fall. Oder es sieht aus wie ein Zelt drunter. Dann sollten wir doch mal dorthin gehen, aber ich glaube, wir sind dorthin über die Brücke. Da oben ist eine Kiste. Warum ist da oben eine Kiste? Der will irgendwie gerade das noch schreien. Direkt bei dem Pferdestall. Okay, gut zu wissen. Ich will wissen, was in der Kiste ist. Nein. Ich würde gerne, dass du da hochkletterst. Danke. So. Ja, ich weiß, dass da ein Schrein ist. Danke für die Information. Wir können ja dann rüber mit dem Parasegler. Wir müssen ja gar nicht mehr runterklettern. Okay, hier oben haben wir ein verrostetes Schwert und eine Kiste. Die ich gerade kaputt gemacht habe. Lol, da war Essen drinne. Zwei Äpfel und eine Eiche. Ja gut, dann laufen wir halt trotzdem über die Brücke. Wird ja schon nicht schief gehen, Alter. Dabei schon eher. Feinstes Fleisch hier. Ach, das ist der Bogo. Oh, was ist? Bist du müde vom Laufen? Kopf hoch. Der Stall des Zwillingsberge ist ganz in der Nähe. Wenn du keine Kraft mehr hast, ist etwas leicht. Ich hätte dazu vielleicht was Feines im Angebot für dich. Mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was du auch nimmst, du legst immer richtig. Edelwild und Edelgeflügel gönn dir mal. Okay, der hat sein Angebot noch nicht aufgefüllt. Schade, schade. Wiedersehen. So. Dann wollen wir mal. Wollen wir zuerst zum Schrein? Okay, wir gehen zuerst zum Schrein, kümmern uns um den Schrein und danach gucken wir mal, was der Stall an den Zwillingsbergen zu sagen hat.
anders sagt mir, dass wir hier nicht vorbeikommen. So, rein gefühlstechnisch. Au, ja. Schon verstanden. Wartet mal. Okay, wir haben ja verschiedene. Vielleicht gibt es ja so ein Eismodul. Wir setzen da ein Eismodul hin. Klettern das Eismodul hoch. Und kriegen damit ein Haarkleider rüber. Ha, ich bin ein kluges Mädchen. Eigentlich wäre es mal interessant zu wissen, wie viele Schreine es insgesamt gibt. Ja, ich habe verstanden, dass das ein Schrein ist. Danke. So. Trocknes Gras ist sehr leicht entzündlich und wenn es erst einmal brennt, breitet sich das Feuer schnell aus. Gut zu wissen. Das heißt, man sollte im hohen Gras nicht mit Feuer spielen. So, wir überspringen das Ganze, weil sonst braucht es zu lange. Das ist wegweisendes Wasser. Hayudama-Schrein. Okay. So, da wir die Wände hier nicht hochklettern können, weil die wahrscheinlich zu platt sind, müssen wir wahrscheinlich hier unsere Eisblöcke verwenden. Aber wie soll man da hochkommen, bitte? Ja, ich verstehe, man kann auch so. Okay, so? So können wir uns eine Treppe bauen. Na? So. Dann bauen wir da nochmal eine. Nicht großer Feuer. Irgendwas. Das kann ich ganz. Okay, ja, gut, wenn wir halt einen von oben runterspringen, ist das alles so schön. Nur nicht zu weit springen. So, denn? Ein violetter Rubin. Was sagt mir, dass das nicht gesund ist? Was auch immer hier passieren soll. Wahrscheinlich das. Aber es ist gut zu wissen, dass wir auch schon so weit aus der Entfernung das Ganze. Wow. Ah. Wahrscheinlich müssen wir hier. Genau das machen. Hä? Ah, das ist auch ein Hund. Ups, Sella. Den habe ich nicht gesehen. Naja. Okay, dann geht es jetzt hier runter. Und dann hier rein. Ja, wir haben Ziel. So, wir drücken wieder X, sobald wir können. So.
damit haben wir schon den dritten Schrein gemacht. Wenn ein Monster zu stark ist, finde bessere Ausrüstung oder sammle Zeichen der Bewährung, um mehr Herzen und Ausdauer zu erhalten. Guter Tipp. So, das lädt. Trank ich kurz mal einen Schluck. Oh, jetzt sind auch die Stacheln da weg. Das ist sehr gut. Ich hätte mich ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, wie wir hier rausgekommen wären, weil die Stacheln immer noch da wären. Und fliegen können wir ja leider nicht. So, jetzt haben wir hier ein Mädel. Sagesa, guten Abend. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum und um Schloss Shaiwul herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten und Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner Medizin. Spurtmedizin. Der Spurteffekt Level 1 stimuliert die Nerven, sodass all deine Bewegungen schneller werden, sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Mit Spurtmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vor Monstern weglaufen muss oder einfach, wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien. Deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. 10 Stück war also keine falsche Überlegung. Okay, dann wollen wir mal diesen Stall aufsuchen. Stall der Zwillingsberge, um genau zu sein. Da sind Pferdis. Pferdis. Cool. Vignette. Okay, anscheinend können wir nicht zum Dieb werden. Was haben wir hier so schönes Fackeln? Holzbündel? Ja, Holzbündel sind sehr praktisch. Ich weiß zwar nicht ganz, was du hast. Oh, hier gibt es sogar einen Hundi. Und Ziegen. Aber ich glaube, die darf ich nicht abschießen. Ich will es auch gar nicht versuchen. So. Ein Stein. Okay, da steht noch so ein grimmiger Kerl. Aber nochmal mit dem grimmigen Kerl reden. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und habe dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Blutmond, was? Wie, das kennst du nicht. Das geht ja nicht an. Hör mir zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das Ganze unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Warum werden alle Monster wiederbelebt und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Der Blutmond gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Nein, der gefällt mir nicht. Okay. Hi. Willkommen beim Stall der Zwillinge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt und mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko und Halteno liegen beide in der Nähe. Will ich erst was über die Wildpferde? Ich will erst was über die Wildpferde wissen. Hast du auf dem Weg hierher keine Pferde gesehen? Es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet sie hier eigentlich überall. Wildpferde sind wilde Tiere, die in Freiheit leben und niemandem gehören. Wenn du eines davon fängst, dann kann mein Bruder Tazaren es ganz offiziell als sein Pferd ins Register eintragen. Meine beiden Buben können dir mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt. Sie verbringen schließlich den ganzen Tag mit unseren Pferden. Wenn du nach dem Weg fragen willst, nur keine Scheu, ich kenne mich hier aus. Ich will Kakariko.
Kakariko ist das Dorf des Shika-Stammes. Hm. Früher einmal sollen sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von Geisterhand bewegen konnten. Dadurch waren sie dem damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an im ganzen Land verstreut. Wenn du von hier aus den Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer großen Brücke. Die überquerst du und folgst weiter dem Weg, dann kommen bald die Tore von Kakariko in Sicht. Wenn du nach dem Wild fragst... Achso. Nee, Hatena müssen wir nicht, wir müssen wiedersehen. Auch wenn hier alle wieder wie vorher aussieht, so hat die große Verheerung doch ihre Spuren hinterlassen. Besonders nachts treiben sich hier viele Monster herum, also sei auf der Hut. Okay, sprechen wir mal mit dem Typen. Hey! Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nein, wie? Ah. Dann erkläre ich es mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fange eines und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registriert, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Pferde fangen, ja. Gut, ich erkläre es dir gerne. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd anschleichen, und zwar langsam, damit es einem nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man dann durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Ah. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuere es sachte in die Richtung und tätschle es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Oh. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also beginnen wir noch einmal von vorne. Hi. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drinnen. Also, wie kann ich dir helfen? Wiedersehen. Ah. Gut, wir sind hier, wenn du uns brauchst. Was haben wir hier schönes? Sterne aus Saphiren. Sag mal, warst du schon mal bei den Zwillingsbergen? Da soll es riesige Erzvorkommen geben, habe ich gehört. Seitdem ich das weiß, will ich mir nur noch einen Hammer schnappen und dort ohne Ende Erze abbauen. Und dann verkaufe ich es zu irrwitzig Preisen an ahnungslosen Passanten und werde stinkreich. Entschuldige. Beim Gedanken an den Stall gehen immer die Pferde mit mir durch. Okay, anscheinend können wir diese Edelsteine mit Hammer abbauen. Wir sprechen jetzt mal mit der Dame hier. Hey! Terry, hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Wow! Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Wir haben ja eigentlich gar nichts großartig zum Verkaufen, also würde ich sagen, kaufen wir was. Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Oh, der hat Pfeile. Dann haben wir Ausdauerschrecke, Spurtkröte. Octorok-Ballon? Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb, daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halte ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf dem gewünschten Objekt. Okay, cool. Ich kaufe aber die Holzpfeile. Gut, da wären wir dann insgesamt bei 60 Rubinen. Einverstanden? Ja. Ein Holzpfeil, gut, davon kann man nie genug haben. So, kaufen. Gut, da wären wir dann insgesamt bei 120 Rubinen. Einverstanden? Ja. Wow. So, jetzt haben wir ein paar mehr Holzpfeile auf jeden Fall. Ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch irgendwie zu Diensten sein? Nein, lass mal gut sein. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Gut, dann haben wir da noch zwei. Ah. Also, es geht hier um Ramdas Schatz. Oh. Warte mal, Prissen. Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Ah. Prissen, du quasselst zu viel. Ah. Tut mir leid. Warte, war keine Absicht. Wir haben hier jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lass uns in Ruhe.